Hallo und herzlich willkommen in der wunderbaren Klötzchenwelt von Minecraft. Und ich versuche mich heute mal in den Hardcore-Modus in der Version 1.15.2. So, ich habe es einfach mal Luki einen engeren Namen gegeben. So, dass ich aber einen Namen habe für die Map. Und dann geht's mal los. Ich weiß noch gar nicht, wie meine Strategie aussieht. Ich habe noch nicht dieses Hardcore gespielt. Ich würde sagen, wir suchen uns ein NPC-Dorf, zumal ich hier in der Wüste gestartet bin, was natürlich hervorragend ist, um hier irgendwie zu überleben. Mhm. Super, Wüste. Man muss ja ein bisschen vorsichtiger sein. Sich fallen lassen auf großen Höhen und so erzeugt ja Schaden und dann weiß ja nicht, was passiert. Ah. Hasi, die kriege ich eh nicht. Dafür haben wir auch keine Zeit. Wir müssen erstmal eine Behausung finden, damit wir eine Nacht überleben können. Da hinten sieht es ganz interessant aus. Ne, ist doch nichts. Ich habe gedacht, na, könnte was da sein, aber ne. Da ist nichts. Wirklich hier nichts gestartet. Das Problem ist, hier in diesem Nichts wird unendlich viel Spawn in der Dunkelheit. Da ist schon mal die Höhle, ist aber jetzt noch nichts für uns jetzt. Wir brauchen eine Behausung für die Nacht. Da ist auch Kohle. Aber ich habe ja nicht mal einen Baum gefunden, aus dem ich mir Holz gewinnen kann. So. Das sieht schlecht aus, das ist eine ganz scheißige Map. Ah, das ist eine Pyramide. Halt! Da hinten ist ein NPC drauf. Ah, unsere Rettung. Okay. Gehen wir da erstmal hin. Dann können wir da später diese Pyramide erforschen, wenn die uns nicht direkt gleich umbringt, weil die wahrscheinlich 1000 Fallen drin hat. Ja, ein großes Dorf, ja, relativ groß. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Gucken wir mal, was wir da in Ausstattung haben. Ja, gut, wenn wir Betten hätten dort. Da irgendwas finden, was wir noch ausbauen können. Hallöchen, guten Tag. Guten Tag. Ja, mal hier gucken, was hier los ist. Ah, hier ist ein Bett, siehst du wohl. Hier ist ein Bett. Gesetzt. Wunderbar. Oh, Kaktus hier mitten drin. Machen wir weg. Gefällt mir nicht so. Hörst du hier ein bisschen? Das ist beleidigt mit mir. Ich muss Essen finden, ne? Ist noch ein Bett? Und Betten sind hier am Mast. Das ist gut. Mhm. Also es ist hier nichts hier oben. Was soll dieser Turm? Weiß auch keiner so genau. Naja, kann ich Kaktus hier wieder hinsetzen? Nö. Ah, da kann ich ihn hinsetzen, achso. Okay. Hopp, so. So haben wir mal umgepflanzt. Was haben wir denn hier so? Die Bibliothek haben wir. Hier haben wir schon mal Bücher, das ist gut. Das ist gut. Da haben wir hier. Strohballen, das kann Strohballen. Ah, wir können es umwandeln wieder zu. Und dann haben wir gleich Essen. Das ist eine gute Idee. Machen wir uns mal. Ja, und das Getreide, dann können wir uns das Essen machen. Wir brauchen auch Holz, um uns ein Crafting Table zu bauen. Ne? Holz ist hier ein bisschen dünn.
Ah, wir haben hier ein Crafting-Table. Das ist cool. Dann können wir uns hier schon mal einen kleinen Snack zubereiten. Hopp. Krass. So. Alles klar. Dann sind wir schon mal mit lecker Brot ausgestattet. Und können was essen. Was ist denn da los? So. Das. Crafting Table, ja. Was hatten wir hier? Unser. Dieses Board. Ja, wir machen das hier. Aber das andere Haus ist natürlich komfortabel. Oh nee, das nehmen hier. Das hier scheint auch so. So, alles klar. Na, hier haben wir genug Getreide, so uns schnappen werden. Schnappen wir uns alles. Wir klauen das hier. So. So. Alles klar. Jetzt brauchen wir noch eine Kiste. Wenn hier jemand. Achso, hier ist immer noch. Katze. Überall ein Bett drin, ne? Krass. Und ein Wächter ist dort. Aber keine Truhen, ne? Reichtümer oder so. Keine schönen Truhen. Hat mal Brot da reingeschmissen? Achso. Was passiert denn da? Das ist ein Komposthaufen, ne? Ich hab mein Brot verschwendet. Trottel. Okay. Huch. Was ist hier so mitten im Weg? Irgendwie fehlt dem was. Aha, was haben wir hier? Kartentisch. Inventar. Was machen wir so einen Kartentisch? Ja. Guck mal weg da. Dann glaube ich dir. Hoffe, ich kann ihn abbauen, um ihn kaputt zu machen. Dankeschön für den Kartentisch. Dumm. Kartentisch geklaut. Und wir haben gesagt, wir schlafen ja hier, ne? Ja, genau. Ja. So. Hier war unser Schlafplatz, ne? Ja. Tun wir da den Kartentisch schon mal noch zu. Haben wir den schon mal geklaut. So. Lalala. Da ist die Bibliothek, da brauchen wir nichts zu klauen. Das ist ja. Richtig. So. Das Bett brauchen wir nur. Spawnen brauchen wir jetzt nicht mehr, weil, wenn man stirbt, man spawnt nicht mehr. Hier ist dann gleich direkt Ende. Da ist nichts mit Spawnen. Ich brauche ja sowas wie einen Baum. Wir haben hier praktisch kein Holz, ne? Ich sehe hier nur Wüste. Das ist doof, dass ich hier so praktisch kein Holz habe. Ah, keine Sorge, Mietze. Ja, praktisch kein Baum hier in der Nähe. Im Andeutungsweise, wir hätten hier Möglichkeiten für Bäume zu pflanzen. Aber ich sehe hier keinen Baum mehr gegen, ja. Nicht ein. Kakteen, aber kein Baum. Ah, hier ist Stickies wegen von. Das ist schon mal was. Ich habe schon mal Stickies. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Machen wir es mal so. Das wusste ich ja gar nicht. Da haben wir Stickies kriegen. Dann sammeln wir das ein erstmal. Organisieren wir uns ein paar Stickies. Dann gucken wir mal, wie wir hier klarkommen. Und dann haben wir ja die Pyramide hier irgendwo in der Nähe gehabt noch. Aber ich finde sie jetzt wieder. Dann haben wir da ein paar nette Schätze, die uns weiterhelfen. Wir ernten erstmal hier die ganzen Hölzer ab. Da ist die Pyramide. Ah ja. Da ist die Pyramide.
glaube, wir haben hier schon mal ganz gut Hölzer gesammelt. Das ist gar nicht verkehrt. Ist hinten ein Baum? Mal. Ich glaube nicht, dass es ein Baum ist. Kann ich so von weit nicht erkennen. Es wird dunkel. Wir laufen zurück. Es wird Nacht. Und ja. Und wir sollten nicht im Freien sein, wenn es Nacht ist. Die Sonne geht auch schnell, auf Teufel schnell unter, ne? So. Unser Bett, alles klar. Gute Nacht, ne, ist noch nicht Nacht. Noch keine Nacht. Fackel haben wir hier. Fackel an der falschen Stelle, ne? So. So ein bisschen so. Jetzt schlafen. Genau. So. Ja. Damit beende ich auch diese erste Folge. Es wird kurze Folgen geben, weil ich habe ja so kaum Einschaltquote. In Anführungsstrichen. So, und bringe ja. Ja. Ich kriege ja keine Einnahmen. Und ich finde das praktischer, wenn man dann eben jeden Tag eine Folge macht. Das ist interessanter. Kurze Folgen ist dann auch nicht so lange anzugucken. Ist viel angenehmer. Also beende ich das hier und starte dann gleich eine neue Folge und dann immer so weiter. Dann habt ihr immer so kurze, kleine Folgen, die ihr dann mal so zwischendurch gucken könnt. Ich denke, das ist, glaube ich, deutlich angenehmer. Und ja, für mich ist es auch praktischer. So, alles klar. Habt euch wohl. Bis demnächst in Kürze.